Der ist auch wenig in Betrieb gewesen. Er war wenig in Betrieb in der letzten Zeit. So, aber das hat schon viel Schönes gehabt. Ja. Das hat schon viel Gutes gehabt. Da machen wir jetzt weiter. Also bitte, notenlos natürlich, notenlos, wie man sieht. Ja. Notenlos ist nicht drin gewesen. Und mein Problem ist ja jetzt diese Geige. Ich meine, ich bin zwar noch immer sehr künstlerisch angetan, aber diese Geige ist ja, wie man sieht, die bräuchte eine dringende Reparatur. Absolut, ja. Es ist aber nur kein Geld im Haus. Also man kann schon, aber man hört gleich, es ist nichts zu hören. Das heißt, der Dudelsack muss umso lauter spielen. Der Dudelsack muss mir jetzt aus der Dings, ich kann A Cappella singen. Ne? Also A Cappella. Oh, lieber August, August, August. Oh, du lieber August, August. Heute eine Kundgebung. Ich glaube, mit gutem Grund, die Gastronomie ist einer der Hauptleidtragenden. Ich meine, es sind viele, aber... Ja, was bezweckt diese heutige Veranstaltung? Ja, wir wollen einfach aufzeigen, dass wir eine Lösung brauchen für unsere Branche, für den Tourismus, für die Gastronomie im Allgemeinen. Weil das kann nicht sein, dass wir jetzt noch vielleicht monatelang zulassen müssen. Mittlerweile hat Handel und die Dienstleister geöffnet. Wir brauchen auch Maßnahmen, um zu öffnen, so dass es für uns einen Sinn macht, dass wir auch wirtschaftlich arbeiten können. Aber wir können nicht ewig im Lockdown bleiben, weil einerseits halten wir das finanziell nicht durch und andererseits auch nicht unsere Mitarbeiter. Ja. Ich glaube, das Problem der Gastronomie ist es ja auch, dass ihr nicht, wenn es heißt, morgen dürft ihr aufsperren sofort, weil ihr braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Genau, wir brauchen also eine Woche Vorlaufzeit, braucht man. Und es ist einfach wichtig, um wieder frische Ware und die Lieferanten und alles so halt einzutakten, dass das wieder funktioniert, dass wir wieder alles zum Arbeiten haben. Ne? Und diese immer wieder die Terminverschiebungen, das macht uns alle schon verrückt. Ja? Ihr habt ja diese Aktion 5 vor 12 auch gehabt. Gibt es da schon ein bisschen ein Resümee? Kann man schon sagen, wie das angekommen ist? Nein, es ist gut angekommen, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich gemerkt haben, dass da ist jemand, der steht für die ein und kämpft für sie. Und wir haben auch schon mit der Ministerin Köstinger eine Möglichkeit gehabt auf ein Gespräch, das ja ein gutes Gespräch an und für sich war. Und wir haben natürlich auch durch das, dass wir das aufgezeigt haben, schon seit Anfang Januar, auch die Wirtschaftskammer mehr mobilisiert, dass sie endlich ein bisschen mehr Druck machen auf die Regierung und für uns eben gewisse Dinge einfordern. Und es ist jetzt auch ein Gutachten entstanden, ein Mitgutachten, das die Wirtschaftskammer bezahlt hat, weil wir gesagt haben, wir können nicht nur lauter Einzelkämpfer haben, viele kleine können sich das ja gar nicht leisten oder trauen sich gar nicht, gegen irgendwelche großen Immobilienfirmen dann anzutreten. Ne? Ich glaube, dass da eine gemeinsame Aktion ist mit den Friseuren und auch mit der Kunst. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Genau. Ja, weil es verbindet sich ja alles und nichts geht ohne den anderen. Das heißt, die Friseure brauchen auch die Gastronomie und den Tourismus, weil wenn keine Veranstaltungen sind, wenn die Leute keine Möglichkeit haben, fortzugehen, dann brauchen sie auch nicht wirklich so oft zum Friseur gehen. Und so schließt sich eigentlich der Kreis mit allen. Ja? Also wir brauchen uns eigentlich gegenseitig, das ist eine Symbiose. Ich glaube, in diesem Jahr hat man das mehr denn je gemerkt, wie wichtig das ist, dass das alles gemeinsam funktioniert. Und bei den Friseuren hat man ja auch gemerkt, dass da einige Schwierigkeiten mit den Tests gibt. Und wir wollen halt nicht in dieselbe Situation kommen. Ne? Alles klar. Und wir wollen endlich wieder mal bei euch eine gute Melange trinken. Unbedingt. Ich freue mich schon, wenn ich servieren darf wieder. Danke. Danke, danke. Mein Name ist Gülten Karagöz. Wir haben hier eine Kundgebung, an der sich die Friseure, die Gastronomie und natürlich haben sich auch die Künstler angeschlossen. Wo liegen da jetzt die Probleme bei den Friseuren? Sie dürfen ja oben offen haben. Ja, das ist richtig, wir dürfen offen haben, aber mit diesem Eintrittstest funktioniert das nicht. Wir haben einen Umsatzentgang von zwischen 60% und 70%. Am Anfang war die Euphorie groß, ja, aber dann hat sich, so wie unsere Stammkunden, die haben gemeint, sie gehen sich nicht mehr zweimal die Woche testen. Die älteren Leute ist das eine ziemliche Hürde, einen Test zu machen. Das ist unser Problem. Vor allem ist auch unser Problem, dass die Geschäftslokale jetzt leer stehen. Ja. Dann wurden auch die Förderungen gekürzt und wir kämpfen wirklich ums Überleben.
Es ist, glaube ich, auch ein Problem, dass die Leute eigentlich gar nicht nirgends hingehen können und dadurch, warum sie zum Friseur gehen, wenn ich sowieso nur zu Hause bin. Das war ja auch die Idee, dass wir uns eben zusammenschließen, ja, solange eben das Sozialleben nicht funktioniert, ja, werden auch die Leute nicht eine Frisur brauchen, ja. Hat keine Gastronomie offen oder findet kein Event statt, somit auch keine Frisur. Die Leute sind auch auf Kurzarbeit, Homeoffice und dadurch fördert man mehr, also sie brauchen keine Frisur. Umgekehrt, es wird auch der Schwarzarbeit dadurch gefördert. Ja? Also der Schwarzarbeit boomt, ja? Wenn man in die Social Medien reinschaut, wie viele Dienste angeboten werden. Ja? Und das kann ja nicht das sein. Wir haben uns die Geschäfte, die Standorte mit sehr viel Mühe und Arbeit erarbeitet. Ja? Und dass wir das dann verlieren, das ist, glaube ich, nicht im Sinne der Regierung. Ne? Ja, und man muss auch immer wieder die Abgaben auch weiterhin zahlen. So ist es. Wir haben 100%ige Leistungen zu tätigen. Ja? Die Stundungen sind nicht zinslos, ja. Wir zahlen dafür, also die Pleitewelle wird auf uns sicher im Sommer dann kommen, ja. Ich hoffe, dass das abgefedert werden kann, weil wir brauchen die Friseure, wir brauchen die Gastronomie, wir brauchen eigentlich überhaupt die Wirtschaft. Wir brauchen unser Sozialleben wieder, ja. Und ohne soziale Kontakte, ohne die Wirtschaft wird es auch nicht besser werden. Sage ich schon danke. Ich sage Dankeschön. Ja, wir sind hier am Ballhausplatz bei einer Veranstaltung. Das heißt, es ist eigentlich eine Mahnwache, die organisiert ist von der Gastronomie, ja, und von den Friseuren. Jetzt stehe ich da einer Gruppe von Künstlern. Ja. Warum das? Wir sind solidarisch. Wir sind Künstler vom Dialog der Kreativität. Da drüben ist der Gerhard Ruiz und ich bin der Gernot Kranner, aber wenn man mich nicht kennt, gell? Ja. Und da sind zwei Damen von Kunstgebung. Die haben nämlich Kunstgebung im Sommer erfunden und sie machen es im Sommer noch einmal und haben uns den Namen jetzt geborgt für unsere Kunstgebung. Aber die ist die echte Kunstgebung. Dann mal kurz unterbrechen, gehen wir mal zur echten Kunstgebung. Die echte Kunstgebung, um was geht's da? Ja, wir sind Teil des Organisationsteams der Kunstgebung und wir sind eine Gruppe engagierter Künstlerinnen, die schon letztes Jahr im Juni gleich im ersten Lockdown beschlossen haben, wir müssen irgendwas tun, um auf die Situation der Künstler und Künstlerinnen hinzuweisen und haben deswegen einen politischen Wandertag ins Leben gerufen, an dem Besucherinnen zwischen circa 20 Stationen hin und her wandern konnten und Darbietungen verschiedener Kunstrichtungen erleben durften. Und das alles hat in den Weinbergen von Stammersdorf stattgefunden. Herrlich. Ja, und wird dieses Jahr auch wieder stattfinden, am 6. Juni. Und wie war der Zulauf? Kann man sagen, ist gut angenommen worden? Also es ist unter sehr großem Anklang angenommen worden. Man hat wirklich gemerkt, dass die Menschen hungrig sind auf Kunst und Kultur. Und auch die Kooperation mit den Heurigen war extrem wichtig. Und es war insgesamt ein wunderschönes Event. Und es ist total wichtig, dass es wieder mehr davon gibt. Naja, da leiden ja beide darunter. Ne? Absolut, und das hat halt auch noch einmal mehr gezeigt, dass es sehr wohl nachhaltige Konzepte gibt, die Kunst und Kultur auch in Zeiten einer Pandemie ermöglichen. Und da fordern wir von der Politik nachhaltige, konstruktive, starke Lösungsansätze. Gut, dann wir haben jetzt kurz unterbrochen. Warum jetzt hier bei den Friseuren? Es ist so, es hängt im Leben so vieles zusammen. Und die Friseure haben mich angerufen und die Friseurinnen haben gesagt, sie machen kein Geschäft mehr. Die Leute waren, nachdem sie es aufsperren haben können, 2-3 Wochen total alle bei den Friseuren und haben ganz viel Haarschneiden lassen. Aber jetzt braucht niemand mehr Haarschneiden, weil so schnell wächst das Zeug nicht nach. Bei mir schon gar nicht. Und es geht niemand mehr ins Theater. Es geht niemand ins Kaffeehaus. Niemand trifft, wenn mehr, niemand braucht sich fesch machen. Die machen überhaupt kein Geschäft mehr. Und genauso die Gastro natürlich. Es ist furchtbar. Man hat gar nicht gewusst, wie wichtig eigentlich Kunst und Kultur ist. Und darum sind wir Künstler da, um unsere Solidarität zu bekunden. Also Kunst, Friseur und Geschäft machen durch Kunst, das gehört einfach zusammen. Und es gehört auch wieder aufgesperrt. Wie wir schon mehrfach festgestellt haben, Kunst und Kultur ist gesellschaftsrelevant. Ja, das ist der Motor für so vieles. Man muss natürlich vernünftig sein, man darf nichts gefährden, aber es gibt zwischen Schwarz und Weiß, gibt es Grau. Zwischen Zusperren und Aufsperren alles gibt es vernünftige Konzepte erstellen und vernünftig mit der Gefahr umgehen. Und dafür stehe ich da. Und dafür stehen wir da. Wir wollen, dass alles wieder stattfindet in
vernünftigem Rahmen, aber es muss das Leben wieder losgehen. Jetzt, wenn wir zur Kunstgebung kommen, am kommenden Samstag, die Vorbereitungsarbeiten sind enorm. Naja, sie sind fast nicht zu bewältigen, aber wir schaffen das. Der Gernot und ich, wir schaffen das und ein paar andere auch. Wir haben uns vor einigen Wochen noch gar nicht vorstellen können, was wir machen und wie wir es machen, aber wer soll es für uns tun? Also wenn die Künstlerinnen und Künstler das nicht selber in die Hand nehmen, von der Regierung können wir uns das nicht erwarten oder konnten wir uns das bis jetzt nicht erwarten. Und wir haben ja zahlreiche Beispiele. Es gab schon viele andere Kunstgebungen auch, wie wir gehört haben. Es gab Demonstrationen. Und wir stehen ja nicht nur da aus Solidaritätsgründen. Wir stehen auch da, weil heute hier da drinnen auch wieder über uns entweder verhandelt oder nicht verhandelt wird. Und das ist ja genau unser Dilemma. Wir werden eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Wir müssen uns auch sozial sichtbar machen. Es gibt uns vor allem auch künstlerisch. Die Leute haben ja gar keine Ahnung, was das alles heißt. Es ist weg. Ja? Es ist weg und verschwindet damit sukzessive. Und wir haben damit zu tun, uns wieder sozial sichtbar zu machen. Wir müssen zeigen, wer wir sind, was wir können. Und wir können ja meist viel mehr, als wir auf die Bühnen bringen, weil es geht ja nicht alles zugleich. Die meisten von uns sind umfassend ausgebildet und sind jetzt mehr oder weniger in der Situation, ihre Berufe nicht mehr ausüben zu können. Also es geht nicht um irgendeine Art von Versorgung, dass wir gerade noch durchkommen oder manche von uns sowieso nicht mehr, sondern wir wollen arbeiten. Wir wollen endlich arbeiten und es gibt tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten, dass wir arbeiten können. Es ist nicht zu verstehen, warum wir Outdoor nicht arbeiten sollen. Das versteht kein Mensch. Also wo da das Hochsicherheitsrisiko liegt, wenn wir Outdoor arbeiten zum Beispiel. Oder es versteht kein Mensch, wenn wir mit Sicherheitskonzepten, die wir haben, trotzdem nicht arbeiten können. Ich habe das Gefühl, es interessiert niemanden. Es ist den Leuten zu anstrengend, sie verstehen zu wenig davon. Und vor allem von einem verstehen sie nichts. Sie verstehen nichts von der Bedeutung der Kunst und Kultur. Und ich denke mal, also nichts ist schlimmer als eine seelenlose und geistlose Gesellschaft. Auf die steuern wir zu. Ja, jetzt haben wir wieder eine neue Gruppe hier gefunden, und zwar die Fitnesscenter, die mindestens genauso betroffen sind wie alle anderen. Ja. Wie geht's euch? Naja, nicht so gut. Es ist für mich persönlich auch fragwürdig. Also ich bin Experte im Group Fitness. Warum eigentlich die Fitness überhaupt zu ist in einer Gesundheitskrise? Das passt nicht ganz zusammen. Da ist die Anerkennung für Fitness nicht da, dass wir eigentlich mithelfen, die Volksgesundheit zu fördern. Dabei gebe ich auch mit unter Möglichkeiten von Outdoor-Training. Ne? Ja, wenn Sie sich überlegen, Wien hat glaube ich 2 Millionen Einwohner, sollen die alle auf der Straße laufen gehen jetzt gleichzeitig? Stellen Sie sich das einmal vor, das wäre ein ganz schönes Gedränge. Ich denke, gerade im urbanen Bereich sind ja deshalb Fitnesscenter herausgewachsen, weil das die Möglichkeit gibt, den Körper fit und gesund zu halten in einem Bereich, wo es halt sonst, ich kann ja nicht auf Bäumen herumklettern und im Wald herumlaufen, weil den gibt es jetzt in der Form nicht so. Aber man kann sagen, in einem Fitnesscenter kann man sehr wohl die Sicherheit gewähren. Also in einem Fitnesscenter besonders kann man das gewährleisten, weil dort gibt es ja immer Hygienestandards, da gibt es immer Trainer, die auch darauf achten. Ich als Group-Fitness-Trainer stehe ja vorne und bin für die Sicherheit der Gruppe verantwortlich. Wenn es beispielsweise heißt, man muss mit Maske den Platz betreten, würde ich darauf achten, dass das ja jeder macht. Wenn sich jemand nicht dran hält, wäre ich verantwortlich dafür, den dann eben darauf aufmerksam zu machen, dass er das zum Tun hat. Genauso wie ich sonst auch immer auf die Sicherheit der Personen achte. Und vor allem wollen wir Gesundheit fördern. Also das ist ja genau das, kann ja nicht sein, dass wir aktuell uns nicht um die Kunden kümmern können, dass die fit und gesund bleiben. Bewegungsmangel ist ein riesiges Thema, Übergewicht ist ein riesiges Thema und da gibt es noch viele weitere, wo ja Fitness mithilft. Und das sind aber auch Corona-Faktoren. Wer hat einen schweren Corona-Verlauf? Einer, der Bewegungsmangel hat, einer, der übergewichtig ist. Ja, dann hoffe ich, dass ihr bald wieder aussperren könnt, damit ich auch mein Corona-Speck los wäre und überhaupt in Sachen der Gesundheit auch ganz wichtig. Ja, danke, das war so, hoffen wir auch. Und wenn die Öffnungsschritte eben nicht möglich sind, dann muss es allemal Förderungen geben, um die Betriebe durch diese Situation durchzuretten. Es hängt ja sehr viel dran, es habt ihr nicht viel Mitarbeiter auch und die Kosten laufen weiter. Genau, die Kosten laufen weiter, deswegen haben ja viele Fitnesscenter tatsächlich auf Kulanz der Gäste die Mitgliedsgebühr noch weiter eingezogen. Die Zeiträume werden natürlich hinten dran gereiht, aber aktuell sagt der Finanzminister dann, Umsatz ist eh da, es gibt keinen Ersatz, weil da braucht man ja mindestens so und so viel Prozent Ausfall. Der ist dann teilweise nicht gegeben und die fallen dann komplett um die Förderungen um, haben aber die Situation, dass sie eben, wie erwähnt, weiter die Leasingraten zahlen müssen, teilweise auch die Gehälter vorstrecken, die jetzt auf
Kurzarbeit sind, das muss man ja alles einmal vorfinanzieren. Da ist man dann eben angewiesen, dann auch, dass man das auf den Cashflow, dass der passt. Alles klar, dann wünschen wir euch wirklich, dass es bald wieder angeht. Ja, das wünschen wir uns auch. Sehr. Danke. Kann es nicht sein. Dieses Missmanagement an Information, diese Informationskette ist nicht ordnungsgemäß gewährleistet. Und ein Beispiel möchte ich noch bringen, was uns besonders gestört hat. Die Abänderung des Epidemiegesetzes. Wir haben das von Anfang an bekämpft und wir haben leider Gottes nicht recht bekommen vom Verfassungsgerichtshof. An und für sich war es klar, dass wenn eine Epidemie ist, dass die Haftung zu 100% bei der Republik liegt. Mit der Abänderung sind sie alle zu Bittstellern degradiert worden. Nicht nur sie als Unternehmerinnen, sondern auch die Beschäftigten in Wahrheit, weil das ja durch eine Symbiose ist. Und das finden wir verwerflich und wollen wir wieder abgeändert haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sonst hätten wir jetzt nicht diese angespannte Situation. Wir hören seit dem 3. November in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen, dass das Licht am Ende des Tunnels da ist. Ich werde gerade darauf aufmerksam gemacht, auf den 2 Meter Abstand hinzuweisen und diesen bitte auch einzuhalten. Das sind den Abständen, das sind den 14-tägigen Verlautbarungen von Ministern immer wieder gesagt werden, dass die nächsten 14 Tage die wichtigsten 14 Tage sind. Und das hören wir seit 3. November. Augustin, oh du lieber Augustin, alles ist hin. Sköd ist weg, Mensch ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, oh. Alle mit mir uns! Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, all das ist hin. Sköd ist weg, Mensch ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh, du lieber Augustin, all das ist hin. Noch einmal alle! Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, all das ist hin. Sköd ist weg, Mensch ist weg, Augustin liegt im Dreck. Oh, du lieber Augustin, all das ist hin. Bravo. Kunst und Kultur müssen wieder leben. TV 21 Austria. Einfach anders.